Moin Freunde, willkommen bei mir im Garten. Heute grillen wir. Gab es schon länger nicht, aber wird jetzt wieder öfter kommen. Freunde, wir grillen im Tandoor. Ein letztes Mal in meinem alten Tandoor. Es gibt Fisch. Ich habe hier so ein kleines Sortiment an Fisch. Ich habe hier einmal zwei Doraden. Ich habe hier einmal frischen Lachs von der Theke. Und ich habe hier einmal eine Forelle, eine Regenbogenforelle. Wie wir das machen, schaut es euch an. Als allererstes werden wir uns quasi so eine Gewürzpaste erstellen. Dazu nehmen wir hier die Gewürze von der Firma Stay Spiced. Ich habe noch die alten Dosen. Paprika edelsüß. Wie ihr mich schon kennt, darf bei mir sowieso nie fehlen. Dann nehme ich, ihr müsst das halt für euch so ein bisschen entscheiden, wie viel ihr von welchen Gewürzen nehmt. So, weißer Pfeffer. Dann habe ich hier, wird bei uns ganz viel benutzt, Zitronenpfeffer. Frisch aus der Mühle. Und wie wir wissen, passt Zitrone immer wunderbar zu Fisch. So. Dann nehme ich hier wilden Oregano. Und was für mich persönlich auch noch immer super zu Fisch passt, ist Dill. Hier haben wir getrocknete Dillspitzen. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist Salz. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Das Ganze mischen wir jetzt oder gießen wir jetzt mit Olivenöl auf. Und verrühren das Ganze. Das sieht schon richtig toll aus. So habt ihr quasi eure eigene Gewürzmischung erstellt. Ihr könnt natürlich auch noch andere Gewürze da rein tun. So, das kommt jetzt erstmal beiseite. Bei den Doraden, da habe ich hier mein Messer, mein usbekisches. Ich glaube, das ist eine harte Stelle, egal. Da mache ich so am Rücken Einschnitte. Ich habe den Fisch jetzt auch nicht geschuppt, weil die Haut möchte ich eh nicht mitessen. So, ich mache diese Einschnitte, damit auch da so ein bisschen die Marinade mit reingeht. An der dicksten Stelle. Von beiden Seiten. So, Fisch ist natürlich ausgenommen, frisch, auch von der Theke. Jetzt habe ich noch die Forelle. Die Forelle braucht es eigentlich nicht. Und die Lachsfilets brauchen es auch nicht. Mein Tuch ist weggeflogen. So, ich werde hier so ein bisschen das Wasser abgießen. Ich habe die vorher schön gewaschen. Und wir legen jetzt einfach mal los mit der Marinade. Ich werde es hier überall drüber geben und schön verreiben. Und das werde ich jetzt auch gleich erstmal mit denen hier machen. Aber wir sind noch gar nicht zu den ganzen Zutaten gekommen. Wir haben auch noch da am Teller, kurzen Schwenker, haben wir auch noch Zitronen, eine Orange und eine Pampelmuse, wie heißt die, Grapefruit. Wir wollen den Fisch zubereiten auf die Etagere. Wenn die Etagere heiß wird, haben wir das Problem, dass uns der Fisch quasi auf in den Etagen kleben bleiben würde. Ich werde die Etagere gleich auslegen mit den verschiedenen Scheiben. So,
Jetzt einmal noch die Dorade, dass überall die Marinade schön verteilt ist. Hier schön in die Ritzen mit rein. Ein bisschen was von innen. Wir haben heute hier so ein Sortiment an Fisch. Ich dachte erst einen großen Lachs. Problem ist, wir sind nur zu zweit und selbst das wird schon viel zu viel. Einmal beiseite. Einmal noch verdienen. So. Einmal ganzen Rest. Am besten ist es immer noch, aber ich wollte es euch von Anfang an zeigen, wenn wir diese Geschichte halt vorher machen und dann schön 2-3 Stunden ziehen im Kühlschrank, dann gehen die Gewürze noch besser, geben ganzen Aromen an den Fisch ab. So, was machen wir jetzt? Der Fisch ist eingeölt. Wir verteilen uns hier die Orangen. Ganz oben haben wir die meiste Hitze. Wir können halt auch immer verschieden anordnen, was wir hier haben. So, quasi als Unterlage. Ganz oben und in der Mitte haben wir mehr Hitze als unten. Ich behelfe mir auch heute wieder mit der Feuerbremse, das werde ich euch gleich zeigen. So, hier schon eine Zitrone. Ganz unten lege ich die Forelle hin. Aber eigentlich durch die Feuerbremse haben wir ein gleichmäßiges Klima, weil die Hitze von unten, ich werde auch keine Glut rausholen. Im ganzen Tandoor verteilt ist. Das ist halt der Vorteil. So, jetzt werden wir das Ganze bestücken. In die Mitte kommen die Doraden. Upsala. Naja, egal. Wir haben noch genug da. Der wird schon nichts anpappen. So. In die Mitte kommen die Doraden, rechts und links. So, nach oben kommt der Lachs. Wie drei schöne Steaks und so hinlegen, dass uns quasi ja von überall die Hitze dran kann. So, nochmal wälzen. Ja, da kann ich glaube ich noch eine Scheibe Zitrone. So und nach ganz unten, da kommt die Forelle. So, nun haben wir alles verteilt. Einmal die Handschuhe aus. Deckel runter. Tandoor ist durchgebrannt. Bei Fisch ist es so, dass wir nicht allzu doll anheizen oder vorheizen müssen. Es reicht vollkommen eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und wir haben trotzdem ohne Ende Hitze. Die Wände sind weiß. Jetzt nehme ich mir den Schürhaken und die Feuerbremse, verteilt so ein bisschen die Glut im Tandoor und weil es so heiß ist, kann ich immer wieder wiederholen, zieht euch Handschuhe an. So, die Feuerbremse kommt rein und wie ihr sehen könnt, rechts und links steigt jetzt die Hitze nach oben. So, ich hoffe, das passt alles von der Höhe mit der Feuerbremse. Oh, ich denke schon. So, ordentlich Hitze. Ja, das passt. Einmal kurz. So, jetzt machen wir den Deckel drauf und schauen nach 15 Minuten mal vorbei. So, unten bleibt offen. So, unten bleibt offen. Eben kurz gerade schieben. Und bis gleich. Freunde, so circa 25 Minuten, würde ich jetzt spontan sagen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, sind vorbei. Wir haben nach ca. 15 Minuten mal reingeschaut und haben gesagt, es müsste noch ein bisschen drinnen bleiben. Wie ihr sehen könnt, tritt hier das Eiweiß aus, also ist ein Zeichen bei Fisch, dass der Fisch auf jeden Fall fertig ist. Und natürlich auch Restaromen. Schaut mal her.
hier sei Vorsicht geboten, weil es alles super heiß ist. Forelle, schönes Bild. Doraden, schönes Bild. Ich werde natürlich jetzt hier was auf meinen Teller holen und natürlich probieren. So, ich denke mal, wir fangen mal hier mit dem Lachs an. Und das Schöne ist jetzt hierbei, ich kann das, nichts ist angebrannt, da. Wir bekommen das super darunter und dürfen jetzt probieren. So, um euch mal zu zeigen, dass das Ganze fertig ist, werde ich hier hinten, da, leicht glasig noch. Wir haben dieses typische, ich sag jetzt mal, rauchige, was man so, weil wir halt mit Holz befeuern. Super lecker, super zart, weil das halt nicht tot gegrillt wurde. Und Freunde, ihr müsst es unbedingt nachmachen. Fisch im Tandoor. Wer es so ein bisschen angeräuchert haben möchte, kann auch ein paar Räucherchips mit dabei geben. Dann haben wir noch ein leichtes Raucharoma. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Übrigens, nicht vergessen, ich werde euch ein Video unten verlinken, das mit der Verlosung des Tandoors. Deswegen war es heute auch das letzte Mal, dass ich damit gegrillt habe. Schaut vorbei, macht mit, ist für einen guten Zweck. Und alles an Zubehör, Tandoor, Amphore Tandoor, seht ihr schon hier die ganze Zeit am T-Shirt. Schaut da am Shop vorbei, werde ich euch auch verlinken. Auch die, wo ihr die Lose dafür kaufen könnt, in dem Shop. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.